Nein, physisch geht's mir bestens, aber das hier ergibt keinen Sinn. Ich verstehe keine dieser Gleichungen, die Algorithmen sind Kauderwäsch, das ist einfach die Hölle. Ich weiß noch ganz genau, wie unglaublich wichtig der ganze Kram hier ist, aber ich habe nicht den blassesten Schimmer, wieso oder wozu. Ich wollte Ihnen nur mal das hier zeigen. Ihre EEG-Werte von der letzten Meditation. Oh mein Gott. 0,3 Hertz. Ich hab's geschafft. Ich meine, ich war in der Zone, ich hätte aufsteigen können. Sie sagten, Sie schwebten in einer vollkommen schwarzen Leere, als Ihnen eingefallen ist, wie Sie sich retten könnten. Ich habe womöglich kurz gedacht, wie schwer es ist, sein Ego loszulassen. Ich meine, dass die Existenz ohne ein individuelles Bewusstsein vollkommen sinnlos ist, aber... wahrscheinlich hat das mich auf die Idee gebracht, das Gerät mit meiner alten DNS zu programmieren. Ja, das denke ich auch. Ach, wissen Sie was? Ist mir egal, wenn Sie mir den Aufstieg nicht zutrauen. Ich wollte sowieso nie aufsteigen. In Wahrheit bin ich sehr zufrieden damit, wer ich bin. Und Sie lieben mich. Was? Ich habe nie... Oh doch, haben Sie. Ja, ich verstehe vielleicht meine neue Mathematik nicht, aber ich weiß noch hundertprozentig, dass Sie sagten, Sie lieben mich. Eigentlich sagte ich, wir lieben Sie. Und was? Sie sagten das nur, weil Sie dachten, dass ich sterbe? Nein, ich sagte es, Sehen Sie, Sie lieben mich. Es ist wahr. Sie haben es gesagt. Jetzt weiß ich es. Ich habe es immer vermutet. Übrigens, wissen Sie, es ist mir schon immer aufgefallen, dass eine undefinierbare magische Chemie zwischen uns beiden besteht. Ich glaube, ich erwähnte Sie in Kapitel 10. Rodney... Waren Sie schon Mittagessen? Ja. Ein Nachmittagssnack? Ich werde mit Ihnen mitkommen. Ah, und nervt Shepard Sie noch, dass er das Gerät benutzen will, um sich in irgendeine Art Superheld zu verwandeln? Oh ja. Obwohl in der Antiker-Datenbank steht, dass der Effekt auf Menschen völlig unvorhersehbar ist und ich bloß mörderisches Glück hatte, nicht umgehend als Protoplasma-Pfütze am Boden zu kleben. Ja,
Vielleicht sollten Sie es ihm erlauben. Ich denke nicht.